So, wir haben drei Charakterpunkte bekommen. Was gibt's Neues im Inventar? Blutbefleckte Reiherfeder. Eine Feder, die in das Blut einer Zielperson der Verborgenen getaucht wurde. Jawoll! So. Automatisches Einsammeln. Plündere einen Gegner nach dem heimlichen Töten oder einem Attentat. Das haben wir schon. So, was haben wir hier? Attentäterkonzentration, Erweiterung 1. Fügt dem Konzentrationsbalken ein zusätzliches Segment hinzu. Kettenattentat. Töte nach einem Attentat einen zweiten nahen Gegner oder wirf ein Messer auf einen weiteren. Interessant. Was haben wir dann? Elixiertasche. Erhöhe die Maximalanzahl von Elixieren, die du gleichzeitig tragen kannst, um 1. Enkidus Wahrnehmung wird erhöht, wodurch das Markieren und Gegner leichter wird. Was machen wir denn nun? Das mit dem Kettenattentat ist schon irgendwie geil, aber ich werde eine Elixiertasche dazu nehmen. Halt, was war noch bei den Fähigkeiten? Ich muss übersehen. Nur einen Punkt haben wir noch übrig. So, der Kodex Attentäter Konzentration. Gut, das hatten wir vor uns gelesen und ausprobiert. Masud Al-Yapub. Als erfolgreicher Geschäftsmann machte Masud Al-Yapub sein Vermögen auf dem Rücken wehrloser Ausländer, die er in seinen Seifenmühlen beschäftigte. Der Ghul war rücksichtslos und stolz und von mehr als nur seiner Profitgier getrieben. Er glaubte fest an den Orden der Ältesten und trieb seine Arbeiter gnadenlos um mögliche ISO-Artefakte auszugraben. Gut. So. Wir müssen da hoch. Schnellreisepunkt haben wir da keinen. Wir stehen eh erst am Anfang. So, was haben wir denn noch hier in der Karawanserei, wenn wir einmal hier sind, eine historische Stätte? Die gucken wir uns doch gleich mal an. Die ist wie weit weg? 188 Meter. Ach, da hört man was nicht. Gut. Weil ich glaube, hier drinnen gab es noch was zu holen. So, Wachen haben wir ja reichlich beseitigt. Von daher gesehen dürfte kein Ärger drohen. Du wagst es, dich unter uns zu zeigen? Schande über dich! Nein. Gibt keine Wachen mehr. 56 Meter, ich denke mal, das wird gut sein. Ups, das war wieder. Ach nur, hä? Das sind mir zu viele Gegner auf den Haufen. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Du bist tot! Jetzt hat er mich entdeckt. Weiter so! Schlag mit Bedacht! Wird gemacht! Oh, unser so Digger! Nein! Nein, 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 nein! Halt! Du sollst mal. Leg doch mal einen Schritt zu! Hier lasse. Ah, oh, scheiße, Pfeil! Hier lasse ich mich jetzt auf den Schmerz ein, das ist mir zu heavy. Ach, das ärgert mich jetzt.
ich erstmal die Tasten gewählt. Hallo? Leih mir deine Augen. Nee. Was ist hier die Reittier-Taste? Nee. Wo kommt denn mein Reittier nicht? Verstehe ich nicht. So, jetzt hat sich die Lage wieder beruhigt. Im Großen und Ganzen. Deswegen... Na komm! Kamele! Gut, also Leute, haltet das Video an, lest euch das durch. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so anstrengend, aber das sind so Sachen. Ja, die sind jetzt nicht so fesselnd, dass man die unbedingt wissen muss. Lass dich im Tausch gegen eine Wachtmünze wieder unbescholten werden. Ja, ja, mach ich. So, also wie gesagt, Schnellreisepunkte haben wir leider Gottes wohl noch gar keine. Ah, doch, in Bagdad, okay. Aber da müssen wir ja jetzt nicht hin. Also, was soll ich sagen? Okay, wir reiten den mal an. Aber bin ich blöd oder habe ich kein Reittier? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Wie weit ist das entfernt? Das ist ja noch relativ nah. Da können wir mal zusammenreiten. Weil was längere Distanzen sind, da... Da klinke ich mich dann aus und dann sehen wir uns am Ziel wieder, das sage ich euch aber, wenn wir das machen. Ah, siehst du, gut. So, hier zum Beispiel dieses, was für ein Gebäude auch immer das sein soll, so eine Art Ofen oder keine Ahnung, Meiler, Koker oder sowas. Das ist das, das ist eins von den Geschichten. Das kennen wir noch als Valhalla. Und deswegen sieht man hier ganz deutlich, dass es eigentlich eine Erweiterung für Valhalla werden sollte. Die Dinger mussten wir ja in Valhalla in die Luft sprengen, ne? Könnt ihr euch noch entsinnen? Gibt es da nicht irgendwas zu essen für mich? Okay. Dann sind das ähnlich aussehende Sträucher wie die, die man essen kann, wo man seinen Gesundheitsvorrat auffrischen kann. Das ist der nächste, den wir noch aus Valhalla kennen. Ja. Und da sind wir auch gleich da. Das könnte bewacht sein, das könnte feindlich sein. Ui, das ist aber geil. Cool. Pelikane. Ein Schwarm Pelikane. So, da schaffen wir uns mal hier ein Schnellreiseziel. Da sind wir an der Mauer hängen geblieben. Ah, da unten gibt es was zu lesen. Gehen wir mal hin. So, Trauer um Ukbara, das Wasser weicht meine Füße auf. Bald wird es auch diese Seiten durchweichen. Der Fluss stieg so schnell an und riss alles mit sich, das mir kostbar war. Alles, das ich wollte, meinen Kindern hinterlassen wollte. Alles, das ich meinen Kindern hinterlassen wollte, kann ich heute gelesen, verfluchter war. Wieso? Warum wird mir in meinen letzten Tagen der Frieden eines Vaters verwehrt?
Warum mein Dorf? Warum mein Haus? Der Fluss gibt keine Antworten. Er steigt immer noch und verschlingt meine letzten Erinnerungen, bis er alles, was ich war, alles, das ich bin, ertränkt hat. Ja, das kennen wir. Dass das Wasser alles mit sich reißt. Besonders ich als Dresdner habe diese leidvolle Erfahrung auch schon gemacht. 2002. Und vor ein paar Jahren die armen Menschen im Ahrtal. Und so weiter und so fort. Öffnen wir die Weltkarte. Und schon haben wir den nächsten Schnellreisepunkt freigeschaltet. So kommen wir vorwärts. Ali, ich hoffe doch, Meisterin Roshan und du konntet euch einigen. Diese Frau ist unglaublich stur. Aber ja, wir sind Verbündete, die meinen und die deinen. Wie ich höre, gibt es in diesen Landen eine Plage weniger. Die Gerechtigkeit hat Al-Ghul eingeholt. Und den Rest bald auch. Du sprichst mit ungekünstelter Ehrlichkeit, Leidenschaft. Du wärst ein guter Aufständischer. Und du ein schrecklicher Verborgener. Ha! Wohin führt euch euer Kampf? Wenn irgendein Teil von Bagdad unserer Aufmerksamkeit bedarf, ist es Ash-Sharqiyya. Dort wimmelt es von Ungeziefer. Und nun haben wir die Mittel, etwas dagegen zu tun. Ich gehe davon aus, dass unsere Wege sich wieder kreuzen. Ich auch, Passim. Ich auch. So wird es. Ups, sorry. Gibt's jetzt etwas für ein Interesse? Nö. Nö, nö, nö. Dann reisen wir weiter. Hallo. Ist das ein Bug, dass mein Reittier nie kommt? Ah, ich habe die Intention. Ich habe nicht lange genug auf die Taste gedrückt, okay. Wieder was dazu gelernt. So, das ist jetzt etwas weiter weg. Ich wollte noch Folgendes erzählen. Momentan gibt's ja erste Berichte, / Videos zu Assassin's Creed Nexus. Assassin's Creed Nexus ist ja dieser VR-Ableger. Nenn ich jetzt mal so. Ich habe ja auch eine VR-Brille, eine... Kann ich das nicht essen? Okay. Muss ich dazu absteigen? Wieder kein Essensstrauch. Bin ich doof oder sehe ich hier was falsch? Weil eigentlich kann man ja im Reiten, im Vorbeireiten, kann man ja auch Essen, Nahrung aufnehmen von den Sträuchern. Assassin's Creed Nexus, wie gesagt, ist ja eine VR-Version und erscheint offiziell für die Quest 2 und die Quest 3. Ich habe ja die Oculus, oder heutzutage Meta genannt, Rift S. Und die Oculus Quest 2, oder die Quest 2, die konnte man ja mit irgendeinem
Link-Kabel auch am PC nutzen, weil die Quest 2 und die Quest 3, das sind ja autarke VR-Brillen. Das bedeutet, alle Anwendungen laufen direkt auf dem Gerät. Die werden dann auch direkt auf dem Gerät installiert als App. Und wo geht's da hin? Nirgendwo hin. Und wie gesagt, durch dieses Link-Kabel war es möglich, mit anderen VR-Brillen, also auf alle Fälle auch mit der Rift, war es möglich, die Spiele zu spielen, die explizit nur für die Rift ausgekommen waren. Wie komme ich jetzt hier zum Klettern? Ja, gar nicht, oder? Ach Leute, das ist wieder bescheuert. Also das ist das, was ich sagen muss, was mich ehrlich gesagt an Mirage nervt. Ich meine, irgendwo macht es ja Sinn, dass man nicht überall rumklettern kann. Aber ich persönlich finde, im Mirage nervt es einfach, dass man eben nur an ganz bestimmten Stellen klettern kann. Und ansonsten, ja, guckst du zu. Musst du sehen, wie du einen anderen Weg findest. Finde ich teilweise nervig, aber es ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ja, zu dem puristischen passt das natürlich, was ja der Sinn des Neustarts ist. Okay, ich komme doch noch mal kurz auf die VR-Version zurück. Also ich habe jetzt erste Videos gesehen. Da. Lassen wir erstmal links liegen, wir verfolgen erstmal weiter unser Ziel. Ausrüstungstruhe. Wo sind wir denn hier gelandet? Truhe plündern, aber natürlich. Nichts lieber als das. Ja, ich habe vor allem das Video von Fragnard gesehen, da war ja zu so einem Event eingeladen. Durfte es auch selber eine Stunde spielen, aber kein Videomaterial veröffentlichen. Ach, Junge, was machst du denn jetzt wieder? Du solltest einfach nur hochklettern. Ja, aber er hat in seinem Video Material gezeigt, was Ubisoft selber zur Verfügung gestellt hat. Ja, was soll ich sagen? So richtig geflasht hat mich das Ganze nicht. Wobei ich allerdings sagen muss, ich lege die Messlatte auch ganz ehrlich gesagt sehr hoch. Einfach aus dem Grunde, weil das Beste, was ich jemals in VR gezockt habe, und das mit meiner bescheidenen Oculus Quest, Oculus Rift S. Half-Life Alyx. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich alles, was irgendwelche VR-Spiele betrifft, die absolute Referenz, weil das ist so beeindruckend. Also da habe ich noch nichts gesehen, was da drüber kommt. Ja, und wie gesagt, an dem messe ich eigentlich alles, was irgendwo VR ist. Zwar jetzt sind die unbedingt so ganz strikt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der Grafikqualität her, naja. Ich denke mal, das wurde noch, oder das konnte ja erstmal nur für die Quest 2 entwickelt werden. Ich weiß ja nie, wann Entwicklerkits von der Quest 3 den Entwicklern zur Verfügung stand. Auf alle Fälle, wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, also grafisch ist es für mich persönlich
ich will nicht sagen eine Enttäuschung, aber da wäre meiner Meinung deutlich mehr gegangen. Aber wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck. Ja, richtig. Komm ruhig mal auf einen halben Meter ran hier. Man kann nie wissen. Bleiben wir wachsam. Wenn wir so wachsam sind, kann uns nichts überraschen. Moment! Na komm her. Ich hab dir nichts getan! Ein Moment! Ich tu dir auch nichts, keine Angst. Hilfe! So, da haben wir gleich erstmal was aus dem Plakat. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ah, da haben wir auch wieder einen Aussichtspunkt. Das ist doch mal geil. Da haben wir dann einen kleinen Schnellreisepunkt, wenn wir in der Gegend sind. Einsammeln. Tun wir. Ja, wie gesagt, Assassin's Creed in VR würde mich wirklich mega reizen. Alleine schon wegen dem Parcours und dem Sprung von Türmen in den Heuhaufen. Da würde mich auch mal interessieren, wann mir dann endlich mal schlecht wird in VR. Weil bis jetzt ist mir noch, also kann ich mich noch nie über Motion Sickness beklagen. Meine muss ich auch nicht haben. Ist mal ganz klar. Aber mich würde einfach mal diese Erfahrung reizen. Oder mal diese Erfahrung zu machen mit dem Todessprung und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, sollte sich die Quest nicht am PC nutzen lassen, dann bleibt mir die Erfahrung verwehrt. Al-Anbar haben wir jetzt entdeckt. Wobei ich gelesen habe, dass es von irgendeinem Fremdhersteller schon ein Kabel gibt. So ein Link-Kabel. Ich weiß nicht, ob es immer noch als solches bezeichnet wird. Mit dem man die Quest verbinden kann. PC. Naja, schauen wir mal. So, jetzt kümmern wir uns mal weiter um unsere Quest. Plakat, aber nicht hier. Jetzt kommt eine Wache uns entgegen. Da gehen wir mal aus dem Weg. Da gibt es einen Händler. Dienstleistungen von Händlern. Am besten füllst du deine Verbrauchsgegenstände bei Händlern auf. Gegen Dahrahim kannst du Hilfsmittel oder Elixiere kaufen. Suche am besten den nächsten Händler auf, wenn dir eins von beiden ausgeht. Jo, gucken wir mal. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Waren ansehen. Zeigst du mir deine Waren? Sieh dich nur um. So, was Man gibt sollte es denn? Nie ohne aus dem Haus gehen. Dein Köcher ist Willst du voll. Deine Ausrüstung verfeinern? Elixier Vorzügliche Wahl. So, was werden wir mal nicht Damit kann man kaufen. Seine Ausrüstung verstärken. Oh, eine neue Rüstung. Juwelbesatzer Talisman. Talisman. Okay. Sonst nichts? Nö. Nö, eher nicht. Ich muss gehen. Mach's gut, Sahib. Es war ja bescheiden, was die gute Frau im Angebot hatte.
Abend ein öffentlicher Musikwettbewerb stattfinden wird. Unter den Künstlern befinden sich auch... Die Shortcar beobachtet mich auf Schritt und Tritt. So. Wenn sie nur jemand ablenken würde. Jetzt sind wir es mal. Ups, Entschuldigung. Ach nee, sorry. Ich dachte, da gibt's einen Taschendiebstahl. Entschuldigung. So. Da sind wir. Nihal, ich... Ah. Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Na, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten, wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan. Einen Plan aus, wollte er sagen. So, Nihal ist seit einiger Zeit besessen von antiken Schriften, findet die versteckte Stätte. Okay, verfolgen wir die Quest. Nachforschungen. Bruderschaftshaus. Werden wir finden. Sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet.